Oh, nur Fünfter, ey. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pod von Mario Kart 8. Ja, ich habe mich dazu entschieden, die Offline-Kacke da zu beenden und endlich mal wieder online zu fahren, damit wir ein paar Punkte sammeln können. Das tut der Statistik gut. Und ja, auf dem Upload-Plan steht zwar, dass heute Sims 3 kommen sollte, aber mir geht langsam die Lust auf Sims 3, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich meine, die Hauptsache beim Let's Playen ist, dass es dem Let's Player auch Spaß macht. Und wenn es ihm nicht Spaß macht, dann merkt man es in den Videos und dann, das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Ich habe mir gedacht, am Wochenende machen wir so ein Nintendo-Wochenende. Samstag Mario Kart 8 und Sonntag Animal Crossing Let's Go to the City. Ja. Ich hatte noch einige Themen, die ich jetzt ansprechen... Oh, Junge! Die ich in diesem Thema, in dieser Folge ansprechen wollte. Und wo ist jetzt mein Panzer hin verschwunden? Das ist creepy. Ja, und zwar, die Sache ist, ich bin jetzt alleine auf dem Channel. Und zwar, Lukas ist ausgestiegen und Leon. Wir haben uns dazu entschieden, dass er seinen eigenen Channel macht, da es schon sehr viele Streitigkeiten gab. Wenn er mal kein Video rausgebracht hat. Und das wollten wir jetzt einfach sein lassen. Und ja, er hat bald seinen eigenen Channel und den werde ich unten immer in der Beschreibung verlinken. Er wird dann da wahrscheinlich weiter CSGO bringen. Und ja, ich werde dann hier alleine auf dem Kanal weitermachen, beziehungsweise mit meinem Kumpel-Manager. Er wird auch im heutigen Stream zu sehen sein. Im Übrigen, Stream-Erinnerung, heute 17 Uhr Stream Five Nights at Freddy's und um 18 Uhr dann Clash of Clans. Jeweils beides... Jeweils eine Stunde. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen, das wird mein allererster Stream sein, der auch wirklich funktioniert. Nicht so wie der letzte Stream, der da nicht funktioniert hat. Aber das lag nicht an meiner Internetleitung, das liegt an meinem PC, der kann sowas einfach nicht abspielen. Also, Tims PC und mein WLAN, das wäre die perfekte Mischung. Er hat nur eine 6K-Leitung und nicht eine 16K-Leitung. Und im Übrigen, ich werde mir im nächsten Monat die Elgato Game Capture Card holen. Das heißt... Es wird besser gestreamt. Clash of Clans kann ich dann auch auf dem Handy streamen. Und es wird FIFA kommen. Darauf freue ich mich so dermaßen. Ihr könnt euch schon mal auf FIFA freuen. Ich werde dann wahrscheinlich FIFA Ultimate Team spielen, Pack Openings etc. etc. machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal gegen mich spielen. Aber das werde ich nochmal alles erklären, wenn es soweit ist. Im Moment kümmern wir uns ja um Mario Kart und diese Pisser hier regen mich schon dermaßen auf. Oh, nur Fünfter, ey. Ja, Fünfter ist so ein Mindestziel. Naja, Sechster ist so ein Mindestziel. Unter Sechster muss man sich schon vergraben gehen. Und ja, wir sind ja anscheinend in der Road to 4000 Punkte. Und hier ist auch schon die nächste Strecke, die Steinblockstrecke, wenn ich richtig liege. Ich hoffe, es ist die. Und ja, wie schon gesagt, Road to 4000 Punkte hier. Denn ich habe jetzt 3.979 oder 78, keine Ahnung. Habe ich schon wieder... Och, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Ey, die alle wollen mich hier verarschen. Die wollen mich alle verarschen. Ich will das noch in dieser Folge schaffen. Ja, hier ist ja einer, ein Brasilianer, der 11.000 Punkte hat. Also der hat schon mächtig gezockt. Das muss man ihm schon lassen. So, jetzt hatte ich noch einige Themen bezüglich Nintendo und zwar... Das erste ist ja, Nintendo wird ja im September seinen Nintendo-Club schließen. Für alle, die wissen, die nicht wissen, was das ist der Club, wo man den Code, der in den Hüllen bzw. Spielen immer dabei war, den konnte man da eingeben und dann hat man Prämien bekommen und den werden sie jetzt einstellen. Ich meine, das war am 30. September, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wieso? Der Hintergrund ist unklar, aber was klar ist, da wird was Neues kommen, Nachfolger. Aber wie, das steht im Moment nicht fest. Und jetzt, die Nintendo Direct war ja schon, ist schon etwas länger her, aber da wurde ja angekündigt. Der New 3DS, der kommt am 14. Nein? Nee, doch. Ich glaube schon am 14. Februar. Habe ich zumindest bei GameStop gesehen. Und ja, was ist neu am New 3DS? Der, da ist neu, da ist jetzt so ein kleiner Dingsbumster, Corsa. Und der Prozessor wurde erneuert, damit der 3DS, der kann also, der New 3DS kann mehr Leistung bringen als der alte. Und dann können wir uns schon mal auf die Spiele freuen, die dafür rauskommen. Ich werde mir den New 3DS wahrscheinlich erst im Sommer holen. Ja, im Sommer werde ich mir erstmal einen neuen PC holen, damit ich auch
hochwertigere Let's Plays mache und im Allgemeinen so ein PC, damit ich auch gute Spiele drauf spielen kann. Denn ich meine, die neuen Spiele, wie zum Beispiel das neue Assassin's Creed, was dieses Jahr rauskommt, was in London ist. Ach, das ist doch kacke. Was in London ist, das kann ich nicht mehr spielen, da das nur für die neueren Konsolengenerationen rauskommt, wie PS4 und Xbox One. Und ich besitze keine PS4 und Xbox One. Xbox One will ich mir sowieso nicht holen. Wenn, dann irgendwann eine PS4, wenn die billiger wird. Aber im Moment, ja, ein PC. Ich mag die Steuerung zwar nicht so gerne, aber da kann man ja auch mit einem PS3-Controller drauf spielen. Ach, schon fertig. Worüber wollte ich noch sprechen? Genau, ich wollte ja noch darüber sprechen, dass im Februar für den New 3DS das erste Spiel, ich weiß nicht, ob das das erste Spiel ist, auf jeden Fall eines der ersten Spiele für den New 3DS ist ja Zelda Majora's Mask. Oder wie das heißt. Ist auf jeden Fall ein Remake. Es gab damals schon für... Schlag mich tot. Ich glaube für die Gamecube. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, das war für die Gamecube. Und ja, neues Spiel für die... Leck mich, Bowser. Neues Spiel für die Wii U. Ein gutes wird Mario Party 10 sein. Also darauf freue ich mich schon riesig. Das wird am 20. März erscheinen, ja. Aber dazu wird es ja auch einige Amiibo-Figuren geben. Also einige, was heißt hier einige? Ja, einige. Eigene, das wollte ich sagen. Eigene, also für das Spiel gibt es eigene Amiibo-Figuren. Was meiner Meinung nach ein bisschen, ist. Denn wenn man jetzt so ein Mario aus Super Smash Bros. Hat und Mario aus Mario Party 10. Also ich will mir nicht paar Mal die gleichen Figuren kaufen. Auch wenn die Figur von Mario Party 10, also die Mario-Figur, etwas anders aussieht als die. Ach, das ist doch... Ja, auch wenn die Figur etwas anders aussieht als die von Dings. Ich hab den Panzer doch kaputt gemacht. Ja, ist so alles hier richtige Sacker, ey. Ja. Aber ob man die extra... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür viele Amiibo-Figuren geben wird. Auf jeden Fall, jetzt kam ja noch ein neuer Schwung Amiibo-Figuren raus. Ich habe mir auch direkt zwei bestellt. Ich habe mir bestellt Lucario und Bowser. Toon Link war leider ausverkauft. Toon Link würde ich mir gerne nehmen. Da das für Super Smash Bros. Also, in Super Smash Bros. Zocke ich nur mit Link und Toon Link. Und... Ja, das ist doch... Oh, nee. Und auf Interesse würde ich auch Super Smash Bros. Let's Playen, aber nur auf Interesse. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich Let's Playen soll. Ja. Das waren die Hauptthemen, worüber ich in diesem Let's Play reden wollte. Ja, jetzt können wir nur noch randommäßig was hier zu der Strecke sagen. Das hier, die große Drachenmauer, kam mit dem DLC dazu. Apropos, das nächste DLC kommt ja bald schon im März. Mit dem Animal Crossing DLC, was heißt... Dass Nintendo sich auf die Grafik vorbereitet und endlich ein neues Animal Crossing rauskommt. Ich freue mich riesig darauf. Ist schon länger her. Das letzte kam ja 2013 am 6. Juni oder so. Ne, irgendwann im Juni bin ich mir sicher. Und ja, das wird dann für die Wii U rauskommen. Und wir haben die 4000 Punkte geknackt. Okay, jetzt wird es heißen World to 5000 Punkte. Ja, das wird ein Spaß. Egal, ich werde es schon schaffen. Wenn nicht so viele Japaner dabei sind, dann ist doch alles gut. Denn Japaner in Mario Kart, 90% der Japaner rasieren dich in Mario Kart. Weil das ist sowas wie ein Kultspiel dort. Okay, hab's geschafft. Hier sind auch wieder relativ viele Japaner dabei. Warte, ist jetzt abends hier in Deutschland, ist es dann morgens in Japan? Ich kenne nicht die Uhr und ich weiß auch nicht, wie viele Stunden sie vor oder zurück geht. Kann man nur spekulieren. Und ich habe hier so eine Pflanze. Und das ist hier die Strecke Varios Abfahrt. Aber ich finde, die Strecke ist eigentlich relativ gelungen von Nintendo. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Bestimmt gab sie schon mal. Aber ich mag die Strecke sehr gerne. Und hier ist der Brasilianer mit 11.000 Punkten. Respekt, Digga, Respekt. Also, da hast du schon einiges gezockt. Aber sei mir nicht böse, wenn ich dich jetzt besiegen werde. Sei mir nicht... Lass mich doch vorbei, Mann. Mach Platz. Los. Jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich Erster werde. Ach. Den Wald mag ich nicht. Da bin ich früher immer gegen Bäume gefahren. Ich hab's geschafft. Auch wenn die Kurve jetzt verkackt wurde und ich mit einem grünen Panzer getroffen wurde. Aber der Brasilianer hat sich selber mit einem grünen Panzer abgeschossen.
Boah, das läuft doch, das läuft doch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Och, krieg doch die Kurve hin, Mann. Aber wenn die Game Capture Box... Ich sag immer Box Card, Mann. Card, Game Capture Card von Elgato da ist. Dann kann ich auch Wii U Let's... Wii U Spiele Let's Playen, PS3 Spiele Let's Playen. Eine Xbox besitze ich nicht. Aber ich meine, die meisten Xbox-Spiele wird es auch für die PS3 geben. Naja, bis auf die Eigentitel natürlich. Oh, los, ich brauche jetzt noch ein Item, damit ich... Ach, nicht so ein Mongo-Item. Ach, das ist doch... Nee. Das sehe ich nicht ein. Ach, komm, 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 komm. Ah, oh, Sechster. Sechster von sieben, oder? Ja, komm. Okay, wenn euch das Let's Play gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr weitere Mario Kart Online Let's Plays sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ruhig ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.